Ein wunderschönes Hallöchen. Ich nehme mal heute wieder eine neue Aufnahme auf. Und zwar, jo, mal gucken, was wir heute noch machen. Da können wir gleich mal gucken, wie unsere Anlagen laufen, wo was fehlt. Ich glaube, da brauchen wir nicht zu gucken. Da wissen wir schon, was Phase ist. Also fahren wir uns gleich mal zurück zum. Jo, wo fahren wir eigentlich jetzt am besten hin? Zum Hof oder zum Torfwerk. Torfwerk ist es am besten. Den restlichen Torf abholen, dass wir da weiterkommen. Denn unser Kompostmaster läuft auch gerade noch, aber da ist auch nicht viel los. Deswegen müssen wir mal schnell zum Torfwerk nochmal düsen. Aber ich fahre schon mal in die falsche Richtung. Aber wir werden irgendwie schon hinkommen zum Torfwerk. Deswegen sputen wir uns mal ein bisschen. Und daher, düsen wir schnell zum Torfwerk, laden uns das Torf auf, was wir da haben. Machen wir unsere Obstanlage heute mal. Dass wir hier wenigstens noch ein bisschen was schaffen. Und dann können wir auch zeitnah mal. Oder fahren wir nach Marocken? Wir fahren auch mal den letzten Rocken mit weg. Denn unser Anhänger, der ist auch schon mal ziemlich voll. Ja, 60%. Daher fahren wir schnell den Rocken mit weg und dann passt das auch schon wieder. Rocken. Aber wo brauchen wir Rocken überall? Eigentlich nur bei der Brauerei. Ne, bei der Spannerei. Also fahren wir schnell zum Rockenfeld, schnappen uns das noch mit. Und dann fangen wir unseren Weizen an. Langsam runter zu dreschen, denn wir brauchen halt wieder mal ein bisschen Geld auf die Matte. 400.000, da kommen wir nicht weit und daher ziehen wir halt mal ein bisschen den Finger, machen da noch weiter in der Hoffnung, dass wir denn das Feld eigentlich runterkriegen, den Traktor frei haben, dass wir dann unsere Dieselanlage demnächst wieder anfangen können. Das ist halt in einem Kreislauf, immer ist für bei mir alles leer und deswegen müssen wir uns langsam mal darum kümmern, dass wir unsere Diesel wieder in Gang kriegen, dass wir da weiterkommen. Da steht unser Traktor schon und da steht die Ruine. Überall lassen die Leute ihr Auto stehen. Bloß nicht hingehen, sonst wird es teuer. Aber ja, der Drescher ist auch bald wieder voll und da können wir auch theoretisch jetzt schon. Mach dich wieder zu. Das bringt nicht viel. Dich schon mal anschmeißen, weil so viel ist auch nicht mal los. Schmeiß mal dich wieder an. Ach, falscher. Dann nehmen wir dich gleich und fahren mit dir gleich mal noch den ab. In der Hoffnung, dass wir den alles hier drauf kriegen. Beim Hoffen. Nur auch in die angekommen. Und daher. Och nee, die Maschine schon mal. Tank alle. Der frisst doch auch wie sonst was. Also müssen wir uns noch um die Seemaschine wieder mal kümmern. Dass wir da weiterkommen und deswegen fahren wir gleich Richtung Hof. Klappen dich wieder zusammen und fahren gleich mal Richtung Hof, denn wir müssen uns sputen. Denn wir wollen heute noch ein bisschen mehr schaffen als wie nur Acker, Acker, Acker auf dem Acker rumdüsen. Und deswegen fahren wir auf unseren Rocken. Ja, und dann ist der auch alle. Fahren wir den letzten Rocken mit weg. Und dann gehen wir gleich in Weizen rüber, weil wir es ja da auch brauchen. In der. Ach, nicht Weizen, sondern. Erste, weil wir den ja oben brauchen bei der Matzerei. Dass wir unser Bier wieder machen können. Das weitermachen können. Weil da ist schon mal auf Grundeis gelaufen ist. Dann werden wir unseren Hopfen runterbeißen. Ja, und dann werden wir auch die Felder runterbeißen. Mal gucken, was wir da alles noch zu haben. Rocken brauchen wir erst nicht anzubauen, weil wir haben ja reichlich, unsere Lager ist voll. Also heißt es schneller mal die Seemaschine machen und dann heißt es weiterfahren. Dann müssen wir unseren Hof hier aufbauen, LKW abhängen, Wasserfass holen. Das, was ich eigentlich schon seit langem machen wollte.
Wasserfass holen. Wo brauchen wir denn Wasser? Eigentlich bei allen Anlagen. Theoretisch Wasserfass ist auch mit am wichtigsten. Daher werden wir uns Wasser mit demnächst ins Fass holen. Aber unsere Pudis müssten wir auch endlich mal mit dem Außen gehen. Da haben wir auch den Ophir hier in der Tasche. Also werden wir es gleich machen. Da schnell mal die Eier mopsen und dann geht es nämlich auch weiter mit Beladen. Dass wir unseren Hänger wieder voll kriegen. So, dass wir hier endlich mal ein bisschen Ordnung haben. Und das nächste Geld, was kommt, ist raus. So, auch der macht die letzte Bahn. Aha, da sind wir auch schon auf der Maschine, die ich suche. Machen wir uns jetzt schnell den Hänger voll. Weil die Maschine voll fahren, zurück. Und da haben wir sie nicht mal getroffen. Heute ist wieder mal so ein Tag, wo Pleiten, Pech und Pannen groß steht. Und daher werden wir uns nachher mal drum kümmern. Aber erstmal Befüllung ist wichtiger als wie aufräumen. So, da ist auch schon mal was drin. Denn wir müssen uns nochmal sputen, sputen, sputen. Dass wir wenigstens ein paar Euros machen, denn noch zeitnah. Und da ist auch schon mal die Maschine voll. Unser Drosch hat auch hier Arbeit endlich erledigt, so wie es aussieht. Was kurz davor. Ja, er ist kurz davor. Dann werden wir den Weizen, den Roggen wegfahren. Ne, werden wir nicht machen. Wo ist jetzt der jetzt? Da. Dann werden wir dich jetzt schnappen und losdüsen. Dich wieder anschalten und dann unseren Roggen noch schnell wegfahren. So dass wir endlich mal ein bisschen hier durchkommen mit der Arbeit. Werden wir uns jetzt mal sputen müssen. Dann beißen wir schnell den Roggen runter, den Weizen runter. Dass wir dann da weiterkommen. Bei der Metzerei schmeißen wir uns da voll Wasser in die Fahnen. Dann passt das auch schon Müller. Einmal unser Zutun für die nächsten Tage. Und daher müssen wir uns jetzt mal ein bisschen ranhalten. Denn die Wege wollten wir auch noch wegfliegen. Dass wir hier ein großes Feld draus machen. Das, was wir auch brauchen. Als nächstes für unsere Möhren. Da müssen wir mal Zucker hinstellen. Die Zuckeranlagen in Jange bringen. Deswegen müssen wir uns da mal wieder drum kümmern. Um alle Anlagen. Denn da haben wir wirklich viel zu viel zu tun und kommen nicht weiter. Wie ihr jetzt schon mal seht, ist die Schaft aber part voll. Fast voll, aber ja, müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Und wir werden es auch hinkriegen. Irgendwie, wir schaffen das schon. Dann schmeißen wir jetzt die Seemaschine an. Schnappen uns jetzt den Droscher, setzen den um. Machen noch den Hänger leer. Auf ihn. So, dich wollte man jetzt wollte man dich. Schmeißt gleich mal das Rohr raus und fahren zurück. Dann müsste auch die Seemaschine soweit sind. Felder kaufen müssten wir eigentlich auch noch. Aber wie gesagt, wenn wir es nicht schaffen, was wir schaffen, machen wir länger die Parts. Machen wir mehr draus, nicht länger. Denn eine Viertelstunde passt so einigermaßen. Schon ganz gut. So, der ist jetzt gleich voll. Somit ist er voll. Werden wir den gleich wegfahren. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass wir den LKW wieder bewegt kriegen. Dann machen wir die letzten 6 Kubikmeter mal darin und dann fahren wir erstmal den Roggen noch weg. Ist halt ohne Strecke, die wir fahren müssen. Und dann setzen wir auch zeitnah den Droscher um.
Darf er endlich eine Gerste verschwinden. Ja, und dann geht's erstmal los. Unten die Isanara-Tube vorzubereiten, dass wir da weiterkommen. Am grünen Zweig kommen. So, dann lassen wir den einfach abbunkern. Aber jetzt müssen wir dich erstmal wieder zur Wüste fahren. Die habe ich doch schon mal gefunden gehabt. Haben wir schon mal geguckt gehabt. Die Aufnahme ist schon halt ein bisschen länger her. Ne, hier wollen wir nicht hin. Zucker wollen wir auch nicht haben. Meist, nee. Wo haben wir es denn wieder mal? Hafer haben wir auch noch genug da. Orken. Da haben wir also bloß die zwei Annahmen und da ist es hier. Ach, der Güterbahnhof. Also diesmal schnell zum Güterbahnhof. Dass wir da heute eine Zeit noch ankommen. Heute denke ich mal nicht. Aber die da und deswegen sputen wir uns mal dahin mit unseren Hänger, so dass wir da mal zeitnah ankommen und die Fuhren noch loswerden, bevor sie wieder zumachen. Aber unser Grubber, der ist jetzt auch hier mit fertig mit der Bahn, wenn er so fertig ist, und deswegen diesmal mal schnell los, verkaufen uns die Fuhren noch. Da sind wir auch schon so weit dran, dass wir da endlich noch ein paar neue Maschinen holen können und langsam darauf hinarbeiten können. Den Rübenroller, den Kartoffelroller und den ganzen Rest zu holen. Für die Möhren, in der Hoffnung, dass ich den aktiviert habe. Sonst sehe ich nämlich ganz schön alt aus. Aber nun müssen wir mal losdüsen zum Güterbahnhof, dass wir da noch nach dem Schwung loswerden. Und dann doch hier unsere Gruppe gerade fertig geworden. Aber wie gesagt, an der Groß hat er 47 Kubikmeter, passt nicht. Also mal zweimal fahren, denn sonst läuft das hier ein Überschuss und machen einen Haufen. Aber nun heißt es erstmal schnell noch den Rocken verkaufen. Und daher sputen wir uns mal eine kleine Runde. Dass wir zeitnah die Gerste verkaufen können, vorbereiten können für die nächsten Produktionen, dass wir da nach und nach wieder alles in Gänge kriegen. Und deswegen sputen wir uns jetzt mal ein bisschen wieder, machen wir mal ein bisschen die Gänge durch und ziehen den Finger, dass wir uns eigentlich mal ein bisschen sputen können. Dann fahren wir jetzt erstmal die Fuhre weg, dann setzen wir den Drescher um, fahren in den Zug zurück, aber ich denke mal, wir fahren erst zurück, dass wir noch ein bisschen was schaffen. Bei der Brauerei, da waren wir ja schon, da ist auch voll. Aber jetzt müssen wir erstmal über den großen Teich. Naja, werden wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen. Auch mit Thermomaten schalten, das macht sie wohl am besten. Sonst wird es wieder zu teuer. Und da können wir auch zeitnah um unseren Diesel kümmern, Sandgrube. Und dann Anlagen noch, dass wir da weiterkommen, denn sonst ist wirklich wie unter aller Sau aus wie bei mir. Denn Sandgrube braucht wieder was, diese, da werden wir auch gleich einen großen Zug hinfahren, nicht nur wie kleine Mengen, bis da voll ist, und dann können wir auch den Sand wieder zu Geld machen. Das ist halt eine schnelle Einnahme und die brauchen wir ja auch, dass wir hier zügig durchkommen. So, aber jetzt sind wir auch schon da. Dann müssen wir halt mal wieder viel für Raps anbauen und Sonnenblumen, dass wir da weiterkommen. Denn ich will die Ölmühle in die Gänge bringen, dass wir da die Feinkost endlich loslegen können. Und da wieder auf den grünen Zweig kommen. Und dennoch alles andere, wie gesagt, Tabak müssen wir auch in Gänge bringen, da brauchen wir Paletten und deswegen müssen wir uns da wieder sputen.
So, aber jetzt sind wir endlich an der Brauerei gekommen und der Part ist auch gleich wieder zu Ende. Diese Brauerei, wir wollten ja zum Güterbahnhof. Das ist ja da drüben, da müssen wir noch ein Stück fahren. Schön, mein Fehler. Dann reiten wir erstmal zum Güterbahnhof. Schmeißen da die Fuhr runter, dann haben wir auch schon mal den kleinen Gewinn drin. So, und das war schon mal eine Beule im Traktor, was eigentlich nicht sein sollte. Aber jetzt fahren wir auch schnell hin. Und dann ist halt auch der Part wieder zu Ende. Da haben wir wenigstens mir was geschafft. Was wir schaffen wollten. Und daher ziehen wir jetzt den Finger, schmeißen das Zeug runter und dann haben wir es auch hinter uns. Aber hier sind wir ein bisschen falsch. Ich weiß. Denn wir müssen dahin, um das Zeug abzuladen. Also sind wir jetzt hier richtig falsch hier. Wasser brauchen wir ja nicht hier zu holen. Das kostet ja bloß viel zu viel Geld. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr mal eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Matze85LP. Tschüssi.